Ja, meine Freunde, willkommen zurück zum neuen Video. Das zweite Video jetzt mit dem James, denn ich habe mir so gedacht, das wäre eigentlich mal ultra interessant, wenn du uns mal erzählst, was denn so ein AMG GTR Facelift in dem Fall so im monatlichen oder im jährlichen Unterhalt kostet. Und da kannst du uns, denke ich, einiges darüber erzählen. Definitiv. Zwar noch nicht ganz alles, dazu kommen wir gleich noch. In Sachen Service müssen wir mal ein bisschen schauen. Du hattest bis jetzt noch keinen Service, aber wir beginnen als allererstes mal mit der Versicherung von dem schönen Fahrzeug. Ja, was hast du da? Wie viel fährst du im Jahr? Und ja, da bin ich bei der Hucke Coburg versichert. Habe dort als Tarifierungsmerkmale hinterlegt, dass ich 8000 Kilometer jährliche Fahrleistung habe. Die Selbstbeteiligung, denke ich, ist auch sehr interessant und auch wichtig. Macht auch viel beim Beitrag aus. Ist 1000 in der Vollkasko und 500 in der Teilkasko. Ist auch festgelegt, weil das Fahrzeug einen gewissen Fahrzeugwert überschreitet, dass ich konnte auch gar nichts anderes nehmen. Also du kannst sozusagen nur 1000 Euro Selbstbeteiligung nehmen bei dem Fahrzeug, auch ganz wichtig für die Leute nochmal. Genau. Er kann nicht 500 machen wie zum Beispiel andere oder 300 Euro, es müssen 1000 Euro sein, speziell jetzt bei dem Fahrzeug. Bei dem Fahrzeugwert. Genau. Genau. So, dann habe ich die SF-Klasse 7 in der Vollkasko und die SF-8 in der Haftpflichtversicherung. Mhm. Und ich komme im Jahr auf 1600 Euro. Also 1600 Euro hört sich am Anfang schon mal gut an. Man darf aber nicht vergessen, 8000 Kilometer ist jetzt für so ein Auto ganz normal. Ne? Solche Sportwagen, die werden ja nicht gerade viel bewegt, wie so eine E-Klasse, die halt Dauerschleifer ist, sage ich jetzt mal. Da hat er ja noch mal ein bisschen Rabatt, wenn er jährlich zahlt statt halbjährlich oder monatlich. Und ja, hört sich schon mal ganz gut an. Kommen wir zu den Steuern. Und da möchte ich auch noch ganz kurz ergänzen, da kommen wir auch noch mal beim Thema Sprit drauf zu sprechen. Das wird sich da auch bemerkbar machen, die Kosten. Also ein Auto, man kann es halt als Alltagsauto tatsächlich benutzen, macht man aber in der Regel, denke ich mal, nicht. Das heißt, die Brötchen beim Bäcker Sonntag früh oder den Wocheneinkauf, da benutzt man, oder ich persönlich benutze ein zweites Fahrzeug. Also das Auto benutze ich wirklich, um mit maximalem Spaß von A nach B zu kommen, aber jetzt nicht, um so die alltäglichen Sachen nachzugehen. Deshalb auch so wenig Fahrleistung hinterlegt. Apropos Spaß, da könnt ihr das erste Video mit dem James nochmal auschecken, denn da hatten wir ordentlich Spaß. Denn da habe ich euch das Fahrzeug vorgestellt, Soundcheck, Zeiten messen, alles was es gibt. Deswegen klickt da nochmal gerne rein. Kann ich euch nur empfehlen. Sehr, sehr, sehr geil. Und jetzt kommen wir zu den Steuern. Genau. Und die sind bei 470 Euro. 470 Euro, das ist wirklich jetzt schon stattlich. Einmal im Jahr. Ja, das ist Baujahr 2020, hast du gesagt, Ende 2020. Ja. Deswegen ist der 4 Liter Biturbo dann nochmal teurer als bei mir, wo es nur, boah, da müsste ich jetzt lügen, ich glaube um die 300, irgendwas 300 Euro ist. Das heißt, es wird immer, immer mehr, umso neuer die Fahrzeuge natürlich sind. Und obwohl er schon OPF hat, ja, ist es trotzdem noch teurer, abhängig von der Zulassung. Genau. Weiter geht's mit dem Sprit. Ja, und wie schon angesprochen, ja, so oft wird das Fahrzeug nicht bewegt. Deshalb bin ich im Ganz kurz, da möchte ich noch mal darauf hinweisen. Ja, bei mir haben schon Leute rumgeheult, du kleiner, was fährt der nur 12.000 oder 13.000 Kilometer mit dem Wagen? Ein AMG, den musste 30.000, 40.000 knüppeln, der kann sich nicht leisten, der fährt nur 12.000. Nein, 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 Jungs, ich muss nicht mehr fahren, weil mein Arbeitsweg einen Kilometer beträgt, das heißt rein zum Spaß. Und er muss auch nicht mehr fahren, weil dein Arbeitsweg ist, glaube ich, noch kürzer. Ne? Ja. Und du fährst es auch nur zum Spaß. Also reine Spaßfahrzeuge bei mir und bei ihm und natürlich ein bisschen Alltag auch, ja, ein oder andere mal Rennstrecke. Aber ansonsten müssen wir nicht so viel fahren und deswegen sind es nur die 8.000. Ja, da haben wir eigentlich schon fast dieselben Rahmenbedingungen irgendwie. Also bei mir ist der Supermarkt vor der Haustür auch ganz gut zu Fuß zugänglich. Der Arbeitsweg ist auch mit Fußweg 10 Minuten erreichbar. Also für mich, wie gesagt, reines Spaßauto. Deswegen komme ich auf 300 Euro im Monat. Das sind so ungefähr zwei Volltanks und das Auto hat größeres Tankvolumen drin, das heißt 75 Liter passen da rein. Genau, 75 Liter ist stattlich für so einen Sportwagen. Bei der E-Klasse sind es auch nur 80 Liter. Und du kommst da mit einer Tankfüllung? Ja, ungefähr 4 bis 54 Kilometer. Also klar, das ist jetzt abhängig wieder von der Fahrweise. Durchschnittsverbrauch Stadtrand. Kann man ja auch noch sagen. Genau, Durchschnittsverbrauch bin ich momentan bei 17,5 Litern ungefähr. Ist auch, ganz, ist auch ganz ordentlich. Ich meine, man fährt mal sportlich, das Auto ist ein bisschen leichter als die E-Klasse. Ich verbrauche auch ungefähr so viel, aber wir haben hier natürlich ein richtiges Sportfahrzeug, was sportlich bewegt wird, das ein oder andere Mal. Deswegen Spritverbrauch ganz normal. Und du sagst sogar noch mal einen Liter weniger als beim C63. Ja. Vorher C63 gefahren, W205 und tatsächlich hier noch mal geringeren Spritverbrauch. Aber das liegt wahrscheinlich auch am Gewicht. Gut,
Gewicht und auch nochmal bessere Aerodynamik. Stimmt, stimmt. Vielleicht hat sich auch meine Fahrweise ein bisschen verbessert. Ja, hundertprozentig können wir es nicht messen. Aber ich denke mal, das ist eine Fußnote. Ja, hundertprozentig können wir es nicht messen, aber genau. Ihr wisst ungefähr, in welchem Rahmen sich das bewegt. Genau, Reifen bei dem Fahrzeug, sehr groß dimensioniert. Ja, so. Gerade auf der Hinterachse, also da sind ordentliche Schlappen drauf. Also da habe ich jetzt für einen Satz Sommerreifen von Pirelli. Sind das? Ich weiß gar nicht, ich glaube die P0 sind es. Auf jeden Fall, genau. Und Willi schaut mal nach. Und? Pirelli P0. Also, genau, da habe ich für einen Satz 1500 Euro ausgegeben. Also ganz klar, ist mal günstiger, mal teurer, also einfach vergleichen. Ich habe auch viel verglichen. Und zu den Dimensionen, also auf der Vorderachse 275 auf 35 und 19 Zoll. Und die Hinterachse, das sind die richtigen Wummer, 325 auf 30 und 20 Zoll. Genau, wir haben also vorn 19, hinten 20 Zoll, kennt man schon vom C63, gibt es da auch so. Haben die meisten Sportwagen bei Mercedes, die haben immer so eine Mischbereifung. Aber 325er ist echt eine Ansage. 295 hat die E-Klasse hinten, das fand ich schon brutal, aber 325er, wuh, LKW. Ja, da kann ich vielleicht auch noch was erzählen. Es war auch ganz lustig, als ich ihre Reifen bestellt hatte, aber ganz normal an. Ich habe sie im Flur bei uns abgestellt. Meine Freundin kam von der Arbeit heim und die dachte halt erstmal, weil ein Hinterreifen im Flur war, der andere wurde mir am nächsten Tag angeliefert, dass schon meine Hinterreifen da sind. Und ich dachte, nein, das ist ein Reifen. Also ich habe solche auch noch nie gesehen. Also vom C63 vorher waren die schon groß, aber das ist halt echt nochmal krass gewesen. Ja, wenn man nur, sag ich mal, so 205er oder 195er gewohnt ist, dann sind das tatsächlich zwei Reifen von einer GT-Breite. Ne? Ja. Das ist schon heftig. Und da merkt man auch das Angebot. Also die Dimensionen sind jetzt nicht so alltäglich bei den Reifen. Also gerade für die Hinterreifen, da gab es wirklich nur zwei Anbieter. Also einmal die Michelin, also Cup Sport Reifen, das sind Semi-Slicks. Und eben den Pirelli P0, also relativ kleines Angebot. Und ich habe mich dann gegen die Semi-Slicks entschieden, einfach wegen den Witterungsbedingungen, manchmal Platzregen oder so. Ja, bin auch ganz zufrieden bisher mit denen und preislich ist auch in Ordnung. Denke ich ja, auf jeden Fall. Winterreifen liegen ja auch so in dem Preisbereich, selben Dimensionen im Winter, genau. Nur halt Winterreifen drauf. Und liegt, wie gesagt, auch im gleichen Bereich. Ist bei der E-Klasse nicht anders. Die sind 60 Euro bei mir zum Beispiel günstiger. Könnte sein, dass es vielleicht bei dir auch so im Rahmen ist. Ja, aber groß nimmt sich das zwischen Sommer und Winter nichts. Genau. Genau. Ansonsten Pflege. Ja, so ein Auto soll auch gepflegt sein. So schön, wie es da steht, soll es auch bleiben. Was haben wir da? Ja, also bei Pflege, ja, das ist ein Wert, muss ich ehrlich sagen, aus dem Bauch raus. Ich schätze mal einfach so mit 30 Euro. Also gleich geht es nicht im Monat in die SB-Box und gibt da 30 Euro aus, also 30 Münzen, sondern da spielen jetzt auch andere Pflegeprodukte mit rein. Autoshampoo, Handtücher, einfach mal so grob runtergebrochen das Ganze. Und du tust ja das Auto auch nur handwaschen, ne? Muss man dazu sagen. Wir haben hier einen schönen Mattlack, wir haben hinten die riesen Frittentheke drauf. Alles würde ich, in Klavierlack auch noch, sehr empfindlich. Würde ich auch nicht unbedingt damit dann in die Waschanlage fahren, deswegen bist du einfach auf die Pflegeprodukte auch angewiesen. Ich fahre für 15 Euro mal eine Waschanlage, dann ist das Auto wieder einigermaßen fresh, wie es hier jetzt auch da steht. Aber wenn du eben zig, gut, Felgenreiniger habe ich auch, aber das braucht man halt alles und es kostet alles viel Geld und ist auch schnell wieder leer. Ja, das genau. Stimmt. Gut, so. Alles klar, was haben wir jetzt gesamt? Ja, also das Ganze summiert und runtergebrochen auf einen Monat sind wir so bei 600 Euro. Was wir jetzt ausgeklammert haben oder speziell nicht angesprochen haben, anfangs hattest du es erwähnt, den Service, liegt einfach darin, man unterscheidet ja zwischen A- und B-Service, dann dort auch noch zwischen 1 und 9. Genau, was alles gemacht werden muss am Fahrzeug, aber da werden wir uns auch einen Rahmen auf jeden Fall bei vierstelligen Summen bewegen, zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Ich schätze mal bei dem vielleicht sogar auch mal 4.000. Also wie gesagt, ihr könnt was Glück haben, wie bei meiner E-Klasse. Da wurde Ölwechsel und Innenraumfilter gewechselt. Zack, 800 Euro. Ja? Wenn sowas gemacht wird, ist der auch günstig. Wenn es aber knallt, Getriebeöl, Zündkerzen, Luftfilter, Motoröl, dann knallt es richtig, das kann ich euch sagen. Und das sind ganz schnell 3.000 Euro weg, ganz schnell. Und ja, das nochmal dazu. Das haben wir jetzt ausgeklammert extra. Er hatte noch keinen Service, du hast das Fahrzeug gekauft im Februar, Januar? Genau, im Februar quasi gekauft und im März so entgegengenommen. Und genau. Noch ein Punkt, der vielleicht wichtig ist, bei dem Auto jetzt speziell, Bremswechsel. Wie sieht es da aus? Also dieses Auto hat jetzt die aufpreispflichtige Carbon-Keramik-Bremsanlage. Und da ist es so, dass der Verschleiß der Scheiben sehr, sehr gering ist. Also
Da gibt es eigentlich auch viele Theorien, sage ich mal, oder wird auch viel, viel geschrieben. Die einen schreiben, das hält, die Scheiben halten 100.000, die anderen schreiben 150.000, andere sagen ein Fahrzeug leben, was auch immer das bedeutet. Klar ist es abhängig von, auch von der Fahrweise, aber theoretisch würde man das komplette Paket wechseln, also Bremsscheibe vorne, hinten plus Belege. Dann knallt's. Ja, also wären wir knapp über 20.000 Euro. Deshalb hoffe ich, dass es niemals ein. Dass die Theorie zum Fahrzeugalter zutrifft. Also Belege werden auf jeden Fall mal gewechselt werden müssen, aber die Scheiben sollten auf jeden Fall schon sehr lange halten. Gerade in Anbetracht dessen, dass ich das Auto ja auch nicht so oft fahre, beziehungsweise auch nicht so strapaziere auf Rennstrecken, denke ich mal, können wir das guten Gewissens erstmal ausklammern. Und du musst natürlich hoffen, dass kein Mechaniker kommt, der dir mal die Felge gegenschallert, dass kein Idiot kommt, der dir mal einen Stein gegenschallert, genau. Bricht da was raus und es ist groß genug, dann muss es auch gewechselt werden und dann schallert es im Geldbeutel. Ja. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe ja schon die Schwinggelagern drin, sprich Alutopf, Stahlscheibe, die sind schon brutalst teuer im Vergleich zum C63. Wo alles zusammen war, ist das schon dieses Schwinggelagerte sehr teuer, aber die Carbon-Ceramic, ne, da knallt es komplett. Und ich hoffe, wie gesagt, ich hätte wirklich Angst, wenn einer einen Radwechsel macht und macht zacht nichts und macht das Ding kaputt, dann stehst du da. Das stimmt. Sehr empfindliche Teile und schweineteuer. Hast du noch eine Jahressumme, dass wir die noch mit einblenden können? Ja, Jahressumme einfach mal 12. Jetzt ist Kopfrechnen gefragt. 7.000 bis 7.500 um den Dreh. Also genau. Wir haben halt immer noch so ein bisschen Spielraum drin. Ohne Service. Ja, 7.200 in dem Dreh und jetzt ein Service nochmal drauf. 1.000er Minimum. Bis schon bei 8.2. Könnt ihr euch ausrechnen. Da ist man auch schnell bei einem großen Service bei 10.000 im Jahr. Ja. Plus Anschaffungspreis liegen wir ungefähr bei? Ja, also kostet hat das Auto, ist ein gebrauchtes Fahrzeug, 180.000. Die Preise sind jetzt weiter gestiegen. Also wahrscheinlich hatte ich gerade in dem Moment tatsächlich ein bisschen Glück. Ja, genau, aber 180.000 Euro. Und bei 5.000 Kilometer. Genau. Das muss man, also das ist neu. 5.000 Kilometer, 180.000 Euro. Und Erstzulassung Dezember 2020. Ja, also sehr, 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 sehr geil. Sehr, 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 sehr teuer. Und teures Spielzeug. Einfach nur geil, wirklich einfach nur geil. Wenn man das, ihr seht es die ganze Zeit im Hintergrund. Mega, mega schön. Wie gesagt, schaut gern bei dem ersten Video vorbei. Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, weil das macht auch noch ein bisschen mehr Spaß, als nur rein zuzuhören. Ansonsten checkt James und checkt mein Instagram gern ab. Ist unten verlinkt. Wäre sehr, sehr nett, wenn ihr uns da folgen würdet. Lasst genau. Dem Video einen Daumen nach oben da. Ich denke, einige Leute interessiert das, was so ein GTR kostet. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Ciao. Perfekt, Digga. Durchgezogen.